Wenn Sie beobachten, dass ein Erwachsener plötzlich bewusstlos zusammenbricht und nicht mehr normal atmet, ist schnelle Hilfe lebenswichtig. Wiederbelebung ganz einfach, besteht aus zwei Schritten. Bitten Sie jemanden, den Rettungsdienst mit 112 zu alarmieren oder rufen Sie selbst an. Dann beginnen Sie unverzüglich mit der Wiederbelebung. Legen Sie Ihre Hände in der Mitte des Brustkorbes an. Drücken Sie kräftig und schnell in der Mitte des Brustkorbes mit durchgedrückten Armen. Drücken Sie dabei mit einer Frequenz von mindestens 100 pro Minute, bis Hilfe kommt. Das entspricht ungefähr diesem Tempo. Hoffentlich müssen Sie Wiederbelebung ganz einfach nie anwenden. Aber wenn Sie einen Erwachsenen plötzlich bewusstlos zusammenbrechen sehen, der nicht mehr normal atmet, haben Sie keine Angst, es zu versuchen. Alles, was Sie sich merken müssen, ist, über 112 den Rettungsdienst zu alarmieren und dann kräftig und schnell in der Mitte des Brustkorbes zu drücken, bis Hilfe kommt. Sie können helfen, Leben zu retten. Wenn Sie mehr über Erste Hilfe und Wiederbelebung lernen und üben möchten, wenden Sie sich an eine Hilfsorganisation in Ihrer Region.